Es ist alles ein bisschen anders als sonst. Diesmal gibt es keinen Bundle-Test. Ich habe mich bei TR&D beworben für einen Produkttest. Und wegen diesem Produkttest, und jetzt kommt es, es ist ein bisschen eklig, sitze ich hier ungeduscht vor der Kamera. Das ist nicht schön. Aber alles Weitere, ne? Das Intro bleibt natürlich alles Weitere nach dem Intro. Passt alles überhaupt nicht. Aber ich mache normalerweise keine Produkttests. Diesmal wollte ich aber. Und das hier ist alles Werbung. Ja, das soll ich sagen und das ist auch so, weil es ist ein Produkt, das demnächst in den Handel kommt und ich soll es schon mal testen und vorstellen. Also spürt meine Influenz. Entschuldigung, das ist ein Kronk-Zitat, das muss sein. Und zwar habe ich hier ein inzwischen von den Katzen auch schon ein bisschen ramponiertes Päckchen bekommen. Oh, hier sieht man das so. Oh, siehst du mal, Kamera? Dankeschön. So, ich muss immer die Klebstreifen abmachen, weil meine Katzen lieben es, den zu fressen. So, ich mache das jetzt mal auf hier. So, das ist ein bisschen. Ja. Jups, ich habe es auch schon aufgehabt, ganz klar. Drin liegt mein Leitfaden, was ich genau machen soll. Hier. Drin liegt ein ganzer Stapel Rabattkarten. Das heißt, wer eine haben will von mir, natürlich nur Leute, die mich persönlich kennen, bekommt, ich stelle das jetzt mal hin, oder warte mal, bekommt so eine Karte 50 Cent weniger, kostet 1,99 die Tube. Es geht um Odol Med 3, die neuen Sorten. So, und jetzt, aber man merkt, ich bin es nicht gewohnt. So sah das Ganze aus. Die haben sich also nicht lumpen lassen. Da vier Full-Size-Proben, zweimal die Eukalyptus-Limette-Minze, das sind die beiden unten, dann für meine Frau oben Wassermelone, Gurke-Minze und dann noch für einen noch nicht gewählten Tester meiner Wahl Grapefruit, Zitrone und Minze. So, jetzt. Ist es mit dem Produkttest Zahncreme, wenn es einigermaßen okay sein soll, ein bisschen schwierig bei Zahnpasta, weil ich beim Zähneputzen sieht nicht gut aus. Vor allen Dingen putze ich meine Zähne unter der Dusche. Und jetzt kommen wir zur Auflösung, warum sitze ich hier ungeduscht? Weil ich das jetzt testen werde. Und zwar natürlich nicht alle vier, das würde sehr eklig werden, sondern die Sorte, die für mich zweimal drin ist, dass ich eine davon auch verteilen kann. So, da sind grüne Stellen drauf, deswegen sieht man im Hintergrund ein bisschen. Eukalyptus, Limette, Minze, Senses, Revitalizing. Genau. So, ich mache die jetzt mal auf. Und rieche mal dran. Hier, also es sind 75 Milliliter, also richtig, ne? Full Size. Oh, das ist ungewöhnlich. Und zwar fehlt diese Aluminiumkappe, die ich sonst von Zahnpasta immer kenne, dass die also, ne, dass man die erstmal wegmachen muss. Tube ist schön flexibel, es ist so eine Kunststofftube. Das heißt also, die kann man wie eine Shampooflasche auch wieder schütteln und so weiter. Und dann kriegt man schön alles raus. Und man muss sie nicht so zwirbeln, wie das normalerweise ist. Und also, sie riecht nach Minze. Limette und Eukalyptus rieche ich nicht raus. Aber vielleicht schmecke ich sie raus. Und bevor ich jetzt hier dieses Video pausiere und mich unter die Dusche begebe, das nicht filmen werde, nicht unter der Dusche, das habe ich aber bei einem viel, viel früheren Test gesagt, will kein Mensch sehen. Gut, meine Frau vielleicht, aber die hat mich auch heiraten müssen deswegen. So, ich rieche jetzt nochmal an den Sorten, die ich jetzt erstmal nicht testen kann. Das ist. Oh,
Das ist seltsam. Das ist hier diese Grapefruit. Die ist so ein bisschen, als wäre da so ein kleines Vakuum drin. Die ist so ein bisschen eingedellt und die fühlt sich auch ein bisschen wobbelig an. Die andere war richtig schön, fest. Aber auch hier kein Alu. Finde ich ganz praktisch. Ja, Kunststoff, naja. Sieht aber auch aus, als wäre der sehr gut recycelbar. Moment mal gerade. So, jetzt kommt natürlich auch noch meine Katze und will mitmachen. Aber ich glaube, sie findet gerade keinen Anflugvektor. Also geruchsintensiv sind die nicht. Die riechen so ein bisschen nach Zahnpasta und hier kriege ich nicht mehr die. Also, nee, die riecht gar nicht nach dem. Soll ich mal wirklich? Das macht man nicht. Egal. Ganz, ganz wenig. Schwupps. Einfach mal so. Minze kommt ein bisschen, alles andere nicht so. Dann auch. Ich schnappe mir mal ein Tüchelchen. So. Also, liebe TRND-Zuschauer, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ich gebe es zu. Aber ich habe das mit den Produkttests nicht gelernt. Es darf ja ruhig mal ein bisschen lustig sein. Und der richtige Produkttest, den kann ich ja schlecht zeigen, weil bei dem bin ich nackt. Dritte Sorte. Jetzt kommt's. Ja. Hier. Wassermelone, Gurke, Minze. Die Packung ist wunderschön grün. Und zwar genau das Grün, was auch mein Greenscreen hat. Deswegen sieht man da meinen Hintergrund. Ne? Also doof. Ist egal. Auch mal aufmachen. Auch mal schnüpfeln. Die ist auch wieder so ein bisschen eingedellt. Also nicht so prall wie die andere. Oh, ja gut, alles klar. Wassermelone. Ich muss dazu sagen, das Wassermelonenaroma, ich bin ja auch Dampfer, ich dampfe ja auch E-Zigarette, ja, ist eigentlich das, was man mit am besten umsetzen kann. Also bei Getränkepulvern und so weiter, wenn es Wassermelone ist, ist eigentlich nie ein Problem, ist immer total toll und ich hasse Wassermelone. Und das rieche ich hier raus, also das Ding, das riecht nach Wassermelone, das ist hier eine wahre Pracht. Das werde ich auch nicht probieren, weil wie gesagt, ich mag Wassermelone nicht. Die ist für meine Frau. Die wird dann auch ihre Meinung dazu sagen. So. Okay. Das heißt also, ich pausiere jetzt mal die Aufnahme hier. Begebe mich unter die Dusche. Werde dieses Eucalyptus Limette Minze mal probieren. Und dann kriegt er Feedback. Ja, deswegen. Geht gleich hier weiter. Ich glaube, ich mache es mit dem Intro nochmal. Genau, einfach so zwischendrin nochmal das Intro und danach kommt dann die Pause. Ey, Alter, was ist passiert? Der Mann hat andere Shirt an und ist rasiert. Ne, alles klar. Ich war unter der Dusche und habe mir dort die Zähne geputzt. Und die Produkttests, die ich mir normalerweise anschaue, das sind Liquid-Tests für E-Dampfen. Und da wird auch immer das Gerät gezeigt, mit dem das Ganze verdampft wird. Also, ich putze mit dieser wunderschönen elektrischen Zahnbürste von Oral-B, was man hier gar nicht sieht. Das Kamera, kannst du das machen? Jetzt verstehe ich das endlich. Ja, braun Oral-B. Das ist irgendwie die günstigste Akkuzahnbürste und ich nutze das genau. Also, haben wir jetzt ein Fazit. Die Rasur war dringend nötig, klar. Und wie ist das jetzt? Ich habe diese Senses Revitalizing Eucalyptus Limette Minze probiert. Und eins kann man schon mal ganz klar sagen, es ist eine Zahnpasta. Also,
Es ist ein neues Produkt. Es hat wohl ungewöhnliche Geschmäcker, aber grundsätzlich mal ist es eine Zahncreme. Zahnpasta. Pasta. Pasta. Egal. Auf jeden Fall, sie schäumt, sie scheint zu reinigen und sie schmeckt nach irgendwas. Und da habe ich jetzt von der Limette wenig mitgekriegt. Auch Menthol, was ich sehr mag. Oder Moment, nochmal, nichts Falsches sagen. Eukalyptus, ne, stimmt. Eukalyptus. Nicht mal im Ansatz. Also die Minze kam raus, ansonsten. Also Geschmacksexplosion ist anders. Ganz klar. Ich werde die anderen beiden auch noch selbst probieren. Die bleiben hier im Haushalt. Werden von meiner Frau dort nochmal getestet. Aber ich werde es probieren, auch die Wassermelone. Und werde dann auch nachreichen, was ich davon halte. Jetzt muss mir eine Zahncreme nicht wirklich super toll schmecken. Und sie schmeckt nicht schlecht. Das ist so. Sie ist aber. Sie ist ein bisschen fruchtiger, ein bisschen auch sanfter. Also sie ist nicht so Hauruck, Pfefferminzbonbon, gib ihm. Sondern sie schmeckt schon. Der Schaum ist auch ein bisschen flüssiger. Also das heißt, es wird kein nicht mehr so Schaum, rasiere ich mich noch damit oder so, sondern es ist schon ein bisschen flüssiger und es, ja, also ich putze die Zähne unter der Dusche, weil bei mir immer sehr viel Schaum kommt und das läuft dann raus und so weiter. Und es ist ganz praktisch, wenn man danach gleich duschen kann. Genau. Nee, also deswegen, und dafür ist die toll. Also es ist schon Zahnputzen, ja. Aber jetzt so. Ein erwähnenswertes, wirklich neues Produkt? Ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich sagen, es war Zähneputzen. Gut, jetzt habe ich mir mit Minze, Eukalyptus, naja, nichts Unübliches geholt. Aber vielleicht ist das bei der Grapefruit anders und bei der Wassermelone auf jeden Fall, weil das werde ich nicht mögen. Aber vielleicht ist der Geschmack intensiver, weil der Geruch war es auf jeden Fall. Also bisher muss ich sagen, recht neutral. Das ist wohl eine gute Zahncreme. Aber jetzt kein Heilsbringer. Ja. Kann ich da mehr zu sagen? Eigentlich nicht. So, ich werde jetzt noch ein paar Fotos machen. Die werde ich bei TR&D hochladen. Werde dieses Video noch bearbeiten, damit da irgendwo quer Werbung steht. Oder längs. Einfach so. Keine Ahnung. Und dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Putzt fleißig eure Zähne. Und macht's mal gut.